Errungenschaft der Regionale 2010 war, gefördert mit Geld von der Landesregierung. Endlich Kultur dort, wo sich sonst nur Hase und Fuchs gute Nacht sagen. Damit alles klappt, gaben viele Windecker Geld für eine Bürgerkulturstiftung. Doch genau die zieht sich nun beleidigt aus dem Projekt zurück, wegen angeblich zu viel Rock und zu wenig Hochkultur. Ein typischer Mittwochabend, heißer Rock im Kulturzentrum Kabelmetall. Viele Bands aus der Region bekommen hier eine Chance. Das Publikum ist begeistert, ganz im Gegensatz zur Mitinhaberin der Bürgerkulturstiftung. Sie fordert weniger Rock, mehr Klassik. Eventmanager Peter Schadl ist in der Zwickmühle. Es sind manchmal Diskussionen, was ist Kultur? Und dort gehen dann die Meinungen insbesondere mit der Bürgerstiftung weit auseinander. Hauptkritikerin ist sie, Gabriele Faust, Vorstandsvorsitzende der Bürgerkulturstiftung Windeck. Sie will nun sogar, dass sich die Stiftung aus dem Kulturzentrum komplett zurückzieht. Dabei hatte alles so gut begonnen. Die Stiftung wurde sogar Miteigentümerin, als das Veranstaltungshaus mit Landesmitteln eröffnet wurde. Weitere Inhaber, die Gemeinde Windeck und ein privater Anteilseigner. Allerdings, die Stiftung hat ihren Anteil immer noch nicht vollständig bezahlt. Wir warten jetzt, dass das zweite Drittel, was die Eigentümer und die Gemeinde schon bezahlt hat, nochmal bezahlt wird von der Stiftung. Aber man muss sehen, wie es weiterläuft. Wir sind im Augenblick im Mahnverfahren. Inzwischen gab es sogar einen Notartermin zur Auflösung der Zusammenarbeit, doch dieser platzte. Stiftungsvorstand Gabriele Faust teilte dazu schriftlich mit: Die Übertragung von Beteiligungen an der Kabelmetall GmbH bedürfen derzeit noch der rechtlichen Klärung und Regelung. Unsere Interviewanfragen werden von ihr abgelehnt, angeblich aus Zeitgründen. Unterdessen wollen viele Windecker, dass es bei Kabelmetall weitergeht. Mehr als 70 Bürger wollen eine neue Kulturinitiative gründen und die Lücke füllen, die die Stiftung hinterlässt. Wir haben erstmal das Interesse, hier die Kultur zu beleben und was zu tun. Kabelmetall zu unterstützen, zu helfen. Das ist unser allererstes Ziel. À la longue, wenn wir genügend Kapital vielleicht mal angesammelt haben, dass wir auch mit einsteigen können bei Kabelmetall, wäre das natürlich ein wunderschönes Fernziel. Doch damit die neue Initiative richtig einsteigen kann, muss die Bürgerstiftung erst Kabelmetall verlassen. Bis dahin Hängepartie hinter den Kulissen. Auf der Bühne wird wenigstens weiter gerockt. So, jetzt heben wir mit Ihnen ab, was ja viele